Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 170. Die Zeit rast. Und wir sammeln immer noch Naga-Klauen. Ich finde aber lustig, wenn die Leute, aber so Gegner. Man sieht deutlich die Zähne, die Klauen und sie droppen nichts. Dann frage ich mich immer, warum? Oder Mundtücher sammeln. Kennt bestimmt jeder noch aus den Minen. Aber ich muss sagen, die droppen recht gut. Die Klauen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gesagt, jetzt müssen wir Tausende töten. Könnte man ja auch. Och, guckt mal, das sieht doch nett aus. Was haben wir hier? 599. 13 Beweglichkeit bestimmt der, ne? Ja. Der mit 12 Beweglichkeit, 25 AP und der hat 14. Aber zack. AP, wie ihr seht. Ist der besser? Der hat zwar mehr Gesundheit, aber. Also, Rating Buster kann ich nur jedem ans Herz legen. Auch mittlerweile mit Legion ist es trotzdem immer noch cool. Man kann dann einstellen, was man sehen möchte. Mittlerweile haben die ja auch einen großen Fortschritt gemacht in WoW. Was dieses Vergleichstool da angibt. Wenn sie das anziehen, dann steigt das und das oder sinkt das und das. Weiß gar nicht, gibt es wieder Umschmieden? Ich glaube nicht, oder? Ich habe gespielt bis Karazhan als Instanz, als Mystik rauskam. Danach habe ich nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht. Was damals hatten die ja zum Spielen weggenommen. Wahrscheinlich, weil das alles zu viel wurde, hab mir gedacht. Das war ja mega, ne? Man konnte umschmieden. Oder man musste umschmieden. Da gab es ja Ask Mr. Robot. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Dann, was gab es noch? Es gab so viele an Add-ons. Und, Hilfsmittel und hat er nicht gesehen. Das war schon heftig. Und dieser Aspis Robot, der hat dann umgeschmiedet. Umverzaubert und umgesockelt. Hat er dann angezeigt, was Biss ist, sprich besten Slot ist. Obwohl Biss, also konnte man ja auch auf diversen Seiten nach forschen. Nur der hat gesagt, hör mal, da brauchst du. Viel Spaß beim Sammeln. Wie gesagt, wie ihr seht, im Jäger ist das alles etwas einfacher. Warum, wer anfängt WoW zu spielen, dem lege ich den Jäger an die Hand, ans Herzen. Denn das ist sozusagen eine. Oder der Hexmeister, der ist natürlich auch cool. Weil er wie der Jäger ein Pet hat, das ihm hilft. Heißt damals, wenn die tot waren, sind die abgehauen. Dann wurden die gelb und sind weggelaufen. Ja.
Der hat es so auf die Mütze bekommen, aber die sind 60, ne? 60, 61. Denkt der Wolf auch, willst du mich verarschen? Wisst ihr noch ungefähr, wie es am Anfang war? Da haben wir dann zwei gepult und sind froh, wenn wir überlebt haben. Jetzt. Gehen. Sehr schön, haben wir die auch fertig, die Quest. Nur was elendig ist mit dem lahmen Hund. Aber gut. Irgendwann, wenn wir genug Gold haben, können wir uns auch ein schnelles Mount kaufen. Ich glaube, 1000 Gold brauchen wir für das schnelle Mount. Oder 700, aber trotzdem ist noch ein Eckchen. So, entweder 500 oder 800 Gold. Oh, es ist der Typ, okay. Dachte, er war mir nicht mehr sicher. Hat mir jetzt geskillt, ja. Schmeißen. Sieht sehr gut aus, denke ich. Schon mal eine Heilung rausschmeißen. Es ist zwar ziemlich knapp, wie ich sehe, aber ich denke, es funktioniert. Ja, also der Jäger ist schon richtig cool. Auch wenn es was knapp ist, aber es funktioniert. So, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter gucken. Da Götzen. Dann dürfte die Frau, also die andere Elite-Frau da nicht das Problem sein. Das ist so eine Eismagierin. Geht das auch klar? Die Lagune. Ich würde sagen, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt etwas lahmer als sonst, aber nein, wir sind immer noch so lahm wie immer. Alles cool. Wenn einer eine Idee hat, für wie man schnell an Kohle kommt, schreibt es in die Kommentare.
Aber wie gesagt, mal gucken, entweder. Ich denke, wir kriegen auch Kohle hier durch Dailies, Instanzen. Unsere Tasche ist voll. Verdammt. Der Schutz, zack, bumm. So. Ach, ein Hoch auf das Mammut hätte ich jetzt gern wieder. So, oh, oh, oh. Sind wir bei den Götzen? Wir müssen irgendwas wegschmeißen. Warte mal gucken. Schmeißen wir das weg. Danach schon mal verkaufen. Ich weiß nicht, ob die alle die Truppen verwöhnt wir sind. Zeigt uns nichts an. Oder ob das. Eine bestimmte. Oder war das da drin? Oh, ich weiß es nicht mehr. Müssen wir die nicht auch töten? Ah, die lagen hier rum, okay. Okay, wir brauchen. Schade. Brauchen wir entweder Schlüssel oder müssen ein Schurke sein? Was hat er denn wieder? So, wo kommt denn der Droide her? Aber. Scheiße, sind die PvP gefleckt. Habt ihr noch die alte Druidenform gesehen? Die gibt es ja hier noch. Mittlerweile gibt es ja viele neue Druidenformen. Was ich auch sehr cool finde. Muss ich sagen. Lieblingsaufgabe suchen. Hätte jetzt keinen gedroppt, oder? Hat einen gedroppt? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, könnte man die ja einfach. Das war nicht Teil des Plans. Na gut, so können wir gucken, ob die das droppen. Nein, sieht nicht so aus. Warum kann ich den nicht häuten? Frechheit. Gibt es hier nur zwei Stück oder so? Oh, das ist aber mager, die Ausbeute hier. Das ist mager.
Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusades, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.